Uns war die Anregung, auch jetzt hier vom Markt, eigentlich diese Selbstinitiative, dass wir sagen, wir laden ein, wir bieten die Plattform und man hat das dann, wo man sagt, dort kann ich mich beteiligen, dort sind meine Stärken oder hat auch Fragen dazu. Ja, der Siebdruck einfach als Angebot, dass die Leute sich selber auf T-Shirts, auf Beutel dieses Logo drucken können. Und von unserer Seite her einfach die Idee, dass dieser Bär hier überall sichtbar wird. Gestern war ein großes Highlight, das Konzert in der Kirche. Für mich, also Andrea Hofmann hat Geige gespielt und Andreas Scotty Böttcher, den er bestimmt kennt, Orgel. Und es waren auch richtig viele Besucher da. Also sie waren alle erstaunt in der Kirche und so, dass so viele gekommen sind. Weil sonst sind da immer nur 5 Besucher in der Kirche und die Gemeinde ist da auch immer ein bisschen traurig und so. Und jetzt war es mal richtig voll. Und es ist eine interaktive Skulptur. Also man sieht ja hier sind Tassen dran, hier hängt auch mittlerweile anderes Zeug dran. Ich sehe hier ein Mobile. Was haben wir denn noch? Gläser sind hier auch. Und das Konzept ist, dass die Tassen, die hier dran sind, getauscht werden können. Für mich gab es halt irgendwann so einen Punkt, wo ich gedacht habe, hey, die Hälfte meines Lebens ist rum und was mache ich eigentlich mit der restlichen Hälfte, ja? Und Stadt ist für mich da keine Alternative mehr gewesen. Und hier ist die absolute Ruhe, ja, ich kann mit meinen Bienen arbeiten und... Wir gehen zum See. Und
stehen so kleine Buttons und Anstecker, Magnete mit dem Bernsteiner-Logo sozusagen. Also mein Wunsch wäre ja, dass die Bernsteiner sagen, okay, das hat schon einen gewissen Witz oder es hat schon einen Charme, das machen wir selber nächstes Jahr. Das ist eigentlich das Ziel.